Und damit herzlich willkommen zurück bei Fallout 4. Ja, wir haben unseren Hund, der uns was bringt. Eine Waffe. Oh, sehr nett. Okay, ihr wundert euch, warum... ihr wundert euch wahrscheinlich, warum ich jetzt hier bei der Wasseraufbereitungsanlage stehe. Natürlich nur, wer es erkannt hat. In der letzten Folge habe ich euch ja hier zurückgelassen, in der Kinderkrippe. Dort haben wir die Pause gemacht. Ich war einfach nur währenddessen in Sanctuary, habe unser Zeug abgeladen und habe mich dann hierhin teleportiert, weil wir jetzt von hier nach hier gehen, über hier und dann zur Hardware Town. Ja, weil ich wollte eigentlich noch mit Preston sprechen. Preston ist aber gar nicht in der Stadt, der ist nämlich hier unten. Wir hatten ja eine Quest von ihm, weshalb er hier unten war. Und ja, deshalb machen wir jetzt diesen Umweg, sag ich mal. Also wir führen unsere Route fort, ohne vorher mit Preston zu sprechen. Denn die Minutemen wollen dann ihr Hauptlager richten, deswegen ist er einfach nicht bei uns in der Stadt. So, dann gehen wir mal zu dem Sumpflager. Ich weiß gar nicht mehr, was wir da machen sollen. Wir sollen eine Farnblume Solomon finden. Das werden wir doch mal tun. Ne. Ne. Die genießen hier die Aussicht. Ach, Darling. Weißt du doch damals. Ja, schön. Okay, ich rechne hier dann gleich auch mit ein bisschen Gegenwehr. Das sieht hier nämlich auch alles so gebaut aus. Also jetzt vom Blinderen erbaut. Guck mal. Oh, es ist eine kleine Stadt, die leicht überflutet ist. Und hier haben Plünderer Wege drauf gebaut. Und das Sumpfwald. Und hier haben wir auch schon das Gegner von den Ghoul. Und es gibt hier mehrere Ghule, die haben sich anscheinend das Territorium zurückgeholt. Wir müssen tatsächlich da hoch. Schau mal. Huch. So, dann klettern wir mal hier hoch. Und finden dann den mutierten Farm. Cool. Machen wir mal Ernte, Ernte, Ernte. Okay, dann haben wir das schon wieder geschafft. Ich möchte mich hier gar nicht so lange aufhalten. Nehme ich zügig durch. So, unser nächstes Ziel ist dort. Wir müssen dann hier über die Brücke. Okay. Uah! So. Die Frage, ist das schon die Brücke? Nein, das ist noch nicht die Brücke, wo ich hin will. Oh, hier. Schön mit dem Baby, dem Tümpel, hat sich Officer Bank hier einfach mal hingesetzt. Oh, eine Kamera. Oh ja, es war so klar, dass die Brücke, über der wir rüber wollen, natürlich eine große Brücke war, die kaputt ist. Sehr schön. Ist denn unser Hundi dabei? Nee. Ah, der kommt bestimmt gleich. Okay, ich hatte es mir angewöhnt, auch immer fleißig zu speichern. Alter. Damit wir... Ja, beim ungewollten Tod, was jetzt ja durchaus ein paar Mal passiert ist, nicht einfach so, ja, sehr weit vorne machen müssen. Geschafft. Oh, 10, 10. Schnell, schnell, schnell. Okay. So, wir scheinen auch langsam anzukommen. Denn unsere jetzige Aufgabe ist... Ein Bär. Oh fuck. Oh
oh, 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 oh. Oh, Alter. Der hält ja gut was aus. Okay. Wir sollen uns hier ein paar Sachen ranschaffen. Komm ich nicht lang? Komm ich nicht rüber? Westing Anwesen. Nämlich von unserem Baseball-Fan. So immer signierte Baseball-Handschuhe, ein Schläger und wie heißt denn das, diesen Handschuh? Okay, das Wasser wird vergiftet sein, deswegen gehen wir da mal so nicht lang. Wir müssen auf jeden Fall hoch. Hoch. Kommen bestimmt von innen hoch. Oh, halt. Hier finden wir nämlich was. Oh, Klebeband. Klebeband nehmen wir gerne mit. Verbindungsstange. Und damit den signierten Handschuh. Sehr gut. Guck mal, noch ein legendärer. Alter. Ich schaue, dass die legendäre verdammt viel Schaden aushalten. Also, allein dieser Gegnertyp. Er macht auch noch verdammt viel Schaden. Eieiei. Hier müssen wir mal ein bisschen verarschen. Nee. Okay, den haben wir. Okay, schön ins Gesicht feuern, da ist deren Schwachstelle. Und wir haben den legendären. Was hat denn? Endlos 10 mm Pistole. Unbegrenzte Magazinkapazität. Was? Was? Was soll ich nachladen? Aber gut, wir haben ja schon eine geile 10 mm Pistole, beziehungsweise es ist eine Standard 10 mm Pistole, die wir einfach krass aufgepimpt haben. Wir könnten jetzt die auch aufpimpen, da hätten wir sogar noch eine bessere 10 mm Pistole. Das möchte ich aber nicht tun. Was geht mit dem? Komm mir einfach mal so eine kleine Viecher. Ist das schön. Gucken wir mal, ob wir hier hochkommen. Ja. Yes, okay. Dann müssen wir jetzt hier in den Safe. Da ist ein Weichpanzer. Versuchen mal. Schauen erstmal. Ob wir hier nicht noch irgendwas finden. Ich hab... Ja, toll. Die starke Vermutung, dass sich hier wieder ein harter Kampf auftut, sobald wir den Safe geknackt haben. So, okay, das haben wir. Schön. Patrone. Oh ja, Patronen sind gut. Signierte Baseball. Kommt her, ihr Drecksviecher. Da kommt keiner. Gut. So. Weichpanzer. Unser nächster Gegner ist da hinten. Ich glaube, wir machen jetzt einfach mal Kamikaze-Aktion. Schön durchs Gift. Noch. Und der jagt uns natürlich schon wieder.
Boah, die haben wir perfekt ins Gesicht getroffen. Ihm auch. So. Sehr schön. Die haben wir jetzt auch fertig. Yuppie. Jetzt kann ich meine... Ah, da ist die Karte. Jetzt möchte ich sogar wirklich mal in die Ward gehen. Mich das wirklich interessiert, was in der Ward dort los ist. Da ist ein Gegner. Obwohl. Ich glaube, wir machen den Bogen. Wir laufen erst zur Hardware Town. Doch, wir machen erstmal die Hardware Town, holen die neue Technologie für die Ritter, für den Paladin. Und gehen dann zu Ward, um zu schauen, was es dort gibt. Oh, ich schätze, das da hinten ist es schon, die Hardware Town. Irgendwo weit in der Ferne ist auch eine Schießerei. So, da kriegen wir noch ein bisschen Nahrung. Siedlungsrekrutierungssignal. Wie, haben wir schon was in der Nähe? Das ist bei uns in der Nähe. Hangman's Valley hat schon 7, Alter. So, gucken wir mal, was wir an Hardware Town so finden. Huh. Da scheint die Tür zu sein. Okay. Mit das Wetterkosten. Superkleber. Alles, was er mal braucht. Oh, relativ wenig. Wenig. Das heißt wenig. Gar. Oh, da hat uns gerade noch eine Frau hinterher geschrien. Wir sollen uns beeilen. Oh mein Gott, wieso? Moment, da möchte ich jetzt tatsächlich nochmal reingehen, zurückgehen, also rausgehen. Sie ist hier hinten, schnell! Das ist doch eine Falle. Das ist doch eine Falle. Hey, du solltest sie doch durch den Keller reinbringen. Und sie kommen jetzt hier entlang. Achtung! Na, wenn das nicht eine Falle ist. Ihr Schweine, ne? Ihr Schweine, ich mache euch sowas von fertig. Ich wusste es doch, ne? Dämon. Zwei haben wir erledigt. Du gibst nicht auf, was? Einer ist noch da. Gucken, finden wir hier noch was Schönes. Waffenbank. Superklebersicherung. Das ist auch ein Keller. Viel zu großer Keller. Wir gucken uns erstmal oben um, bevor wir uns den Keller vornehmen, würde ich sagen. Schließlich war hier oben ein bisschen Action. Eine Schrotpatrone, Sturmgasmaske. Nehmen wir mal mit. Raiderrüstung. Rote Schleder-Outfit. Nein. Stimpel. Kurzkopfgewehr. Patronen. Oben gibt es auch noch eine Kleinigkeit. Bisschen Jets, bisschen zu verkaufen. Oh yeah, Stimpack. Sehr gut. Und hier Blast Radius Brettspiel. Kommen wir mal hoch. Hoch finden wir nur so ein paar Lager, Räume.
in der wir offensichtlich viel, viel, viel erkunden können. Und anscheinend haben wir hier oben den Marker. Was auch immer der möchte. Okay, gucken wir uns erstmal um. Wir nehmen die Jetbox. Hier ist alles umgefallen. Oh no. Hier sind die ganzen Bewohner. Die ganzen Mitarbeiter aus dem Supermarkt. Oh, die sind alle tot. Hier hinten finden wir noch eine Tür. The Fence. The Fence, da kommen wir, glaube ich, raus. Farbmischer. Stelle grüne Farbe her. Du brauchst blaue und gelbe Farbe und grüne Farbe. Blaue und gelbe Farbe. Stelle grüne Farbe her. Gut. Grüne Farbe hinzugefügt. Yo. Mehr mit der Farbe. Schön. Okay, anscheinend müssen wir irgendwie... Da guckt man doch nirgends hoch, ne? Ah, hier. Ja, sehr cool. So. Halt Klammern. Das ist kaputt. Oh, Picket Fence. Du kannst jetzt Hightech-Beleuchtung in Siedlungswerkstätten herstellen. Lagerraumschlüssel Hardware Town. Nehmen wir auch mal mit. Oh, hier, Falle. So, haptischer Antrieb. Yeah, das war unsere Aufgabe. Die wird abgenommen, okay. Oh, ich muss gerade richtig hart niesen. Ich muss das unterdrücken. Okay, unten gehen wir gleich in den Keller. Ich will nochmal hier gucken. Lagerraum. Yeah. Hello, Lagerraum. Safe. Kronkorkenmine. Schrotpatron. Stuff Boy. Können wir den schon? Oh, wir können schon Meister. Ja. Wir haben theoretisch die Fähigkeit. Allerdings. Also nicht ganz am Anschlag, links, sondern ein Stück hoch. So. Patronen, Gamma-Patronen, Schrotpatronen vorkriegen. Das reicht auf jeden Fall alles. Pulsgranate. Nimm mal mit. Okay, würde mich interessieren, da es ja hier diese Möglichkeit überhaupt gibt, hier lang zu gehen, ob es uns das irgendwas bringt. Schwein Kotkorkenvorrat. Yummy. Bringt uns das noch mehr? Nee, ne? Nee. Okay, dann gucken wir mal unten lang. Jüdele. Hallo, Keller. Klebeband. Aber die Schweine, ne? Die Schweine haben die armen Bewohner, oder vielleicht waren die auch schon früher tot. Also früher durch die Explosion, ne? Durch den Atomangriff. Aber die sahen noch so gut aus, so keine Skelette. Sie müssten erst vor kurzem gestorben sein und... die scheiß Dreckskerle, die Banditen. Hier noch was? Nö. Okay. Gehen wir mal durch den Eingang, beziehungsweise die Tür, die wir noch gefunden haben. The Fence. Mit Mäden würde es heißen. Der Zaun. Willkommen im Zaun. Willkommen im Fence. Hä?
Gut, so kommen wir raus. Du bist sowas von. Lass mich los! Ich hab den. Macht ihr da einfach unseren Hund an, ne? Das geht ja mal gar nicht. Okay, das haben wir. Theoretisch müssten wir jetzt. Bring Winter zu Mama Murphy. Ich möchte jetzt aber zu Ward gehen. Und da ist unser Marker. Da schon. Ne, hat doch nicht nachgeladen. Gut, gehen wir mal zu Ward. Gucken wir mal, was die dort für uns haben. Eine Worterkundung, die ist lustig. Eine Worterkundung, die ist schön. Das ist wieder das Schild. Das Riesenschild, was wir damals hatten. Oh nein, ich eh schon wieder. Weiter. Weiter. Das Vieh weg. Kakerlake, wo ist es? Alter. Hast du die kleinen Viecher? Sind so nervig. Da ist die Ward. Noch mal ein bisschen Red Away. Okay. Ward 81. In diesem Job wird man nur alt, wenn man damit rechnet, dass einen alle töten wollen. Du solltest meine großen Waffen lieber jetzt kaufen, sonst tun es deine Feinde. Oh cool, was steht denn so alles so zum Verkauf? Was für Sachen hast du denn? Wenn es Bleiladen spannen und ausspucken kann, verkaufe ich es. Ich habe aber auch Messer und Knüppel für die irren Nahkämpfer. Aber der heiße Tod fliegt schneller als der Schall. Ach, meine Knie werden ganz weich, wenn ich nur daran denke. Alter, wird dich so stellen. Klar, ich schau mal, was du hast. Stell dir vor, wie gut sich eine davon in deiner Hand anfühlt. Oh yeah, baby. Auf gut Glück, Narre. Die Kugeln explodieren beim Einschlag und richten 15 Punkte Flächenschaden. Was ist das denn? Scheint eine schallgedämpfte Schrotflinte zu sein. Ja, cool. Aber sonst gibt's ja nichts so wirklich, ne? Naja, nur, was ich eh schon hab. Schaka, Schaka. Kampfausrüstung. Ich glaube, die Kampfausrüstung, die ist besser. Ladung Blei, Federn, Silber, Zahnräder. Ich werde mir, glaube ich, mal Munition holen. Wir haben hier Waffen. Ach, wir hauen erstmal ein paar Pistolen weg. Also erstmal ein paar. Ach komm, wie heißt das? Brauche ich auch nicht. Tom Ursula, endlos. Oh, das bald natürlich. Verkaufen erstmal ein bisschen und dann holen wir uns ein bisschen 10 mm. 10 mm. Alle. Dann holen wir uns Zelle. Zelle? Fusions. Ja. Ja, 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 ja. Tom, lass mal 45er. Alter. Der hat viel. Das kostet nur so verdammt viel. Okay, wir nehmen das mal erstmal. Alter. Und dann kriegst du einfach alles, was wir haben. So, um das bisschen zu schmälern. Staffboy kriegst du auch. Zack. Juagu-Fleisch kriegst du auch. Dann kriegst du hier unsere Krocknack der Barbar. Haarklammern brauchen wir. Mr. Handy, das kriegst du auch. Da kriegst du natürlich auch.
U-Bahn-Marke. Da. So, okay. Gelbe Farbe. Stahl, Öl. 200 Gold. Vergoldetes Sturmfeuerzeug. Als Glaswasserstoff. Haben wir denn irgendwo Munition, die wir eigentlich gar nicht mehr brauchen? 5mm Patronen. Ja, weißt du was? Kriegst jetzt unsere ganzen... So. 308, komm her. Weg damit. Braucht kein Mensch. 5mm, komm. Da die Hälfte. So, und schon sind wir wieder im Plus. Und konnten jetzt ein bisschen unsere Munitionen auffrischen. Okay, dann können wir ja jetzt verwenden unser Ursula-Kopfgewehr. Yippie! So, Karawanenwache, Karawanenwache. Wenigstens ist die Bezahlung schrecklich. So, haben wir hier noch was? Luca-Cola. Oh, ich möchte wirklich in die Ward gehen. Schauen wir mal, was wir dort finden. Ward 111. Dieses Mal anscheinend nicht so cool wie bei uns mit so einem Fahrstuhl, sondern mit einem ganz normalen Höhleneingang. Radius. Nehmen wir mal mit hier. Eine Brotdose, das meist drin. Yes. Es ist während des Kampfes nicht möglich. Wieso ist das während des Kampfes nicht möglich? Nicht auch mal. Du, hast du hier Gegner gefunden? Na komm schon, wir laden mal neu. Okay, das geht. What the remote access? Das funktioniert. Knopf drücken und willkommen in der Ward. Ward 81 Sicherheitsdienst. Ich weiß nicht, wo du den funktionstüchtigen Pip-Boy her hast. Erklärung bitte. Okay. Den Pip-Boy haben wir aus der Ward 111. Ich habe ihn aus Ward 111. Ward 111? Noch nie davon gehört. Und was führt dich hierher nach 81? Eigentlich, ja, warum fragt er dich? Ich will handeln. Ich will nur ein bisschen handeln. Wirklich? Und das soll ich dir glauben? Oh, Aufseher. Wer ist das, Edwards? Ein Reisender aus dem Commonwealth. Keiner von unseren normalen Händlern. Nun, wenn jemand rein will, kann er es sich verdienen. So wie jeder andere auch. Dann übernehme ich jetzt das Reden. Tut mir leid, Offizier Edwards hat nur seine Pflicht getan. Ich bin mir sicher, dass du unsere Vorsicht verstehst. Neuankömmlingen schlagen wir gern ein Tauschgeschäft vor. Du hilfst uns, wir helfen dir. Okay, ich bin natürlich interessiert. Ich bin interessiert. Was braucht ihr denn? Fusionskerne. Genauer gesagt 3 Stück. Oh. Wenn du die Fusionskerne holst, lassen wir dich rein. Oh. Oh, wofür braucht ihr die denn? Wozu braucht ihr die denn? Ich bin kein Ingenieur, aber wir brauchen sie, um unsere Generatoren zu unterstützen. Auch wenn du die Aufgabe für banal hältst, für uns ist sie sehr wichtig. Ich habe die Fusionskerne schon, die ihr braucht. Wirklich? Dann würde ich sagen, herzlich willkommen. Ich komme runter und wir treffen uns am Eingang. Yummy. Sprich mit Aufseher MC Namara. Auf zur Ward 81. Und was uns dort drin erwartet, sehen wir in der nächsten Folge von Fallout 4. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao, ciao.